Ja, moin moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Hogwarts Legacy. Wir sind wieder da, hier im Krankenflügel. In der letzten Folge haben wir Harlow besiegt, Felefeles, Harlow oder wie der auch heißt. Und dabei hat sich Nati für uns geopfert. Ne? Und jetzt wollen wir mal schauen, wie es Bist hier du so sicher schon wirklich bereit für geht. Besuch? Ja, Mutter. Ich fühle mich gut. Rebellion. Und bei diesem Besuch gleich noch besser. Also gut. Aber übernimm dich nicht, Marzai. Nein. Nein, Mutter. Wird sie nicht. George, ganz sicher. Wir gehen Wer mal. Ist George? Das ist George. Oh, was ist da denn? Bitte? Okay. Er versuchte einen Animagus. So, kann ich jetzt mit deiner Tochter sprechen, Miss Professorin Orne? Es tut so gut, dich zu sehen. Freut mich zu sehen, dass es dir so gut geht. Mir geht's besser, als es scheint. Ich bin nur hier, weil meine Mutter für alle Fälle darauf bestanden hat. Ich war erleichtert, als sie mir sagte, dass es dir gut geht. Was hast du dir dabei gedacht? Was in aller Welt hat dich veranlasst, so etwas zu tun? Ich weiß es nicht, aber was blieb mir anderes übrig? Du warst in Gefahr. Tut mir leid, Nati. Es ist meine Schuld, dass du verletzt wurdest. Was? Nein! Dich trifft keine Schuld. Als ich sah, wie Harlow seinen Zauberstab auf dich richtete. Du hast dich entschieden, mich zu beschützen. Du hast schnell entschieden, mich zu beschützen. Ich tat, was ich tun musste, und ich würde es wieder tun. Ich konnte doch nicht zulassen, dass du verletzt wirst. Dann sollte ich mich nicht schuldig fühlen? Nein, natürlich nicht. Es gab nichts, was du... Oh. Herrje. Ich kann nicht glauben, dass ich das jetzt erst erkenne. Mein Vater. Er traf eine Entscheidung. Ganz instinktiv. Du trägst heute ebenso wenig Schuld an meinen Verletzungen, wie ich an dem Opfer, das mein Vater vor Jahren gebracht hat. Nach dem, was ich von ihm weiß, scheinst du viel von deinem Vater in dir zu haben. Das ist wirklich lieb von dir. Ich hoffe, du hast recht. Das war alles ein bisschen viel, nicht wahr? Eine Schlacht hier in Hogwarts. Alles, um Harlow und den Rest von Rookwoods Bande zur Strecke zu bringen. Doch wir haben es geschafft. Rookwood ist tot. Harlow ist auf dem Weg nach Azkaban und der Rest ist auf der Flucht. Manche von ihnen werden immer noch für ihre verlorene Sache kämpfen. Aber Rookwoods Organisation ist zerbrochen. Alles ist jetzt sicherer wegen uns. Wegen dir. Danke, aber wir zwei sind doch einfach ein tolles Team. Du hast meine Zeit in Hogwarts noch viel mehr bereichert, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Danke. Ich glaube, deine Freundschaft ist eine der wichtigsten in meinem Leben. Oh, ziemlich Danke, cool. Danke, dass du mich besuchst. Es Erfolg gut, abgeschlossen. Dich zu sehen. Schließe die Beziehungsgeschichte von Natze ohne ab. Wir haben sogar wirklich einen Erfolg dafür bekommen. Und das scheint wohl diese Hauptnebenaufgaben, also das sind ja keine Hauptaufgaben, aber Nebenaufgaben. Das sind aber scheinbar so eine, ja, Hauptaufgabe oder in der Nebenaufgabe eine Hauptaufgabe. Ja, so kann man sagen. Deswegen ist das mit Erfolg wohl gekrönt. Jetzt gehen wir zu Omenis, weil wir haben ja gesagt, wir werden Sebastian ausliefern. Ja, ich hätte ja mit entscheiden können, ob wir Sebastian nicht ausliefern, nachdem er seinen Onkel mit dem Todesfluch Avada Kedavra getötet hat. Da habe ich gesagt, komm, der Gerechtigkeit zu willen. Ein Mörder kann einfach nicht hier im Hogwarts einfach so weitermachen. Deswegen habe ich Omenis dann auch zugestimmt, habe gesagt, komm, wir liefern Sebastian aus, auch wenn wir ihn nie wieder sehen werden. Ne? Ja. Mal gucken, was dabei jetzt rauskommt. Ich bin mal gespannt, ob dann dieser Strang auch abgeschlossen ist, wie die Quest von eben gerade. So, jetzt bin ich mal gespannt. Danke fürs Kommen. Omenis, ich habe deine Eule bekommen. Was ist mit Sebastian? Er wurde der Schule verwiesen und steht bald im Ministerium vor Gericht. Obwohl Anne ihn ausliefern wollte, ist sie jetzt hin und her gerissen. Ich kann verstehen, wie sie sich fühlt. So sehr wir uns alle wünschten, dass Sebastian für seine Taten bezahlt. Ohne ihn ist es einfach nicht dasselbe. Es fühlt sich falsch an, ohne Sebastian hier in der Krypta zu stehen. Tja. Er verdient seine Strafe. Sebastian hatte sich selbst zuzuschreiben. Wir haben versucht, ihn aufzuhalten. Das haben wir. Ich wünschte nur, es wäre anders gelaufen. Konntest du Sebastian erzählen, dass Rookwood Anne verflucht hat? Ja. Black hat mir erlaubt, kurz mit ihm zu sprechen. Zuerst wollte er es nicht glauben. Dann erkannte er, dass alles Sinn ergab. Leider wuchs seine Wut nur noch mehr. Auf Kobolde und schwarze Magier. Anne war auch schockiert. Aber natürlich war sie erleichtert, die Wahrheit zu erfahren. Das brachte ihr etwas Frieden. Das ist schön zu hören. Sie verdient ihren Frieden.
Sebastian war mein bester Freund. Ich kann mir Hogwarts und alles nicht ohne ihn vorstellen. Ich weiß, dass ihr beide euch nahe standet. Nicht nur, was die Suche nach einem Heilmittel für Anne angeht. Er hat nie Einzelheiten genannt, aber ich weiß, es war wichtig. Er bedeutet uns beiden viel. Ich hoffe, ich kann ihm das eines Tages selbst sagen. Wir hatten zwar einen etwas holprigen Start, aber du hast dich bewährt. Als Freund. Ach, süß. Ich bin froh, dass du nach Hogwarts gekommen bist. Wieder ein Erfolg, schließe die Beziehungsgeschichte von Sebastian Sallow ab. Das haben wir jetzt auch. Jetzt werden wir die letzte Aufgabe, diese Nebenbeziehungsaufgaben, was wir haben, mit den Zentauren und der Stein. Trifft Poppy in der Höhle in Nähe von Irondale. Jetzt müssen wir die Aufgabe mit Poppy abschließen und dann haben wir, glaube ich, auch diese Hauptaufgabe, Beziehungsaufgabe, was auch immer das auch ist, abgeschlossen. Denke ich. Zwei haben wir jetzt schon. Ornay und die Geschichte mit Sebastian. Die Geschichte mit Sebastian, gut, dass wir das noch zu Ende geführt haben, weil hätten wir jetzt mit der Hauptaufgabe aufgehört, mit dem Let's Play, hätten wir niemals herausgefunden, was wirklich so passiert. Ne? Wie das alles ausgegangen wäre. Und deswegen bin ich schon froh, dass wir doch ein bisschen weitergemacht haben. Schwer zu sagen, was mich da drin erwarten wird. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt bin ich mal gespannt. Du bist hier. Jetzt gehen wir die Schanzer. Schanze oder wie die heißen, diese komischen Viecher retten. Das bedeutet wohl, du hattest Glück in der Bibliothek? Es hat einige Stunden und viele unleserliche Karten gebraucht, aber ich glaube, das ist die Höhle, von der Doran sprach. Beeindruckend. Vor allem, wenn man bedenkt, wie wenig er uns gesagt hat. Ganz sicher bin ich immer noch nicht, aber diese passte am besten. Ich habe Geschichten über eine Höhle in der Gegend gefunden, die Leute meiden. Das schien mir ein ideales Versteck für etwas Wertvolles zu sein. Es ist vielleicht weit hergeholt, aber könnte ein geheimnisvoller Gegenstand wie der Mondstein nicht in einer ebenso geheimnisvollen Höhle versteckt sein? Ich klammere mich an jeden Anhaltspunkt. Schauen wir uns in dieser Höhle um. Warum meidet man diese Höhle? Weißt du, wieso diese Höhle gemieden wird? Es ist lächerlich. Den Gerüchten nach treibt die Höhle Menschen in den Wahnsinn. Aber ich konnte keine Berichte von Leuten finden, die dort drin gewesen waren. Also ist es entweder ein Gerücht, oder alle, die die Höhle betreten hatten, konnten danach nicht davon berichten. Okay. Wenn wir schon mal hier sind, können wir uns auch umsehen. Das stimmt. Dann wollen wir mal gucken. Man wohl erblindet, wenn man direkt auf einen Mondstein blickt? Mondsteingarten. So, wieder so ein Katakombe scheinbar. Du glaubst die Gerüchte über die Höhle doch nicht. Wir brauchen hier Confringo. Wir finden es wohl heraus, was? Rebellion. Accio wäre auch cool. Accio. Was gibt's denn hier? Rebellion. Gold. Avada Kedavra. Avada Kedavra. Das ist so ein geiler Zauber. Confringo. Hat leider sehr hohen Cooldown, sonst würde ich das wirklich... Das ist echt wie so ein GM... GM-Spell, die von Online-Spielen. One-Hitted eigentlich alles. Das ist so krass, man. One-Hitted wirklich alles. Oh, Fupa. Bitte? So müssen die Gerüchte über die Höhle begonnen haben. Fupa-Gesang soll alle, die ihn hören, in den Wahnsinn treiben. Fupa haben wir auch schon übrigens. Accio. Rebellio. Accio. Okay, hier ist nichts mehr. Wenn der Mondstein hier ist und die Fupa auch, frage ich mich, ob er beschützt wird. Bestimmt, aber wir haben eine Avada Kedavra. Von daher, da mache ich mir wenig Sorgen. Warum bin ich nicht überrascht? Erst die Fupa und jetzt das. Warum Depulso? Nee. Oder doch, Depulso, ne? Depulso. Ah, wir müssen erstmal die Schmetterlinge holen. Ihr kennt ja die Schmetterlinge, ne? Mit Lumos. Was hat das wieder zu bedeuten? Ne? Achso, das ist wieder so ein Rätsel, wo wir den rausziehen. Ich denke,
sollten Motten finden. Warte mal. Das. Das. Und dann passt das hoffentlich. Nee. Nee, das ist falsch. Also erstmal den hier. Dann den. Hat nicht funktioniert. Doch. Also erst den hier. Dann den. Dann würde ich sagen den hier. Jetzt verschwindet der wieder. Da, jetzt ist aufgegangen. Geil, da ist der erste. Lumos. Lumos. So, die erste Motte ist schon mal da. Oh, oder auch nicht. Oh, doch. Haben die bestimmt Platz hier? Warum geht das denn jetzt nicht? Lumos. So, erstmal. Ach, jetzt Lumos weg. Okay, das war ein Bug. Ich dachte, ich habe die ganze Zeit Lumos an. So, ist hier noch einer? Okay, hier ist noch einer. Dann brauchen wir wieder hier einmal Akio. Akio. Da haben wir schon. Das ging aber schnell. Das ging flott. Lumos. Lumos. Und dann Nummer 2. Und dann sind wir auch hier schon durch. Oder? Muss ich jetzt noch drehen? Akio. Ich glaube mit Depulso, ne? Geschafft. Noch ein Revelius. Egal. Ich bin sicher, wir finden einen Weg hinüber. Ja, irgendwie ja. Akio. So. 2 sogar. Müssen wir jetzt hier runter vielleicht? Da unten. Lumos. Ich kann aber hier nicht zaubern, ne? Lumos. Ach, der ist gekommen. Okay, sehr gut. Ist er noch bei mir? Ja, der ist noch bei mir. Nummer 1. Da ist jetzt noch so ein Strudel. Jetzt ist die Frage, ob ich in den Strudel rein soll. Denk mal schon. Aber wie soll ich dann den rausholen? Da ist die Frage, ne? Die Motte. Aber wir gucken mal. Ratten. Rebellion. So. Hier ist auch alles gut. Akio. Falscher Zauber. Confringo. Confringo. Okay. Gehen wir erstmal hier durch. Hier sind ein paar Gegner auf jeden Fall schon. Oh, ich habe keinen Platz mehr. Habe ich immer noch nicht gemacht. Avada Kedavra. One-Hit. Und noch einer hier. Oh, ich habe den aber zu spät gesehen. Jetzt kann ich natürlich nicht zaubern hier. Sumpfkrabbler. Wolfgras. Und weiter geht's. Jetzt haben wir, sind wir an dieser Tür nicht vorbeigekommen, ne? Die Motte hatten wir nicht. Rebellion. Also ganz komisch. Wahrscheinlich müssen wir den ganzen Weg gleich wieder zurücklaufen. Oder? Ist das der Mondstein? Nee. Denk mal, das ist nur so eine einfache Truhe jetzt gleich. Oh, unsere Ausrüstungsplätze sind alle so voll halt, ne? Ach, einfach nur einen Sessel gefunden. Ja, ich hab's befürchtet. Wir müssen den ganzen Weg zurücklaufen. Wo geht's denn hier lang? Ziemlich groß hier alles. Aha. Akio. Akio. Okay.
Hier ist noch eine Truhe. Irgendwo. Ach, hier waren wir ja schon. Ja. Okay, jetzt sind wir auch wieder hier. Wo ist denn dieser andere? Das andere Ding. Vielleicht muss ich die Tür aufmachen? Ich weiß das nicht. Kann ich hochnehmen? Wir können hier nicht hoch. Irgendwo noch hier unter Wasser vielleicht diese Motte? Oder? Vielleicht muss ich den auch erstmal drehen hier. Vielleicht bringt das ja was. Ah, okay. Wir brauchen Motten. Ganz ehrlich, wo soll ich die denn finden jetzt? Wir haben natürlich jetzt eine Tür hier aufgemacht irgendwo, ne? Wo wir kamen. Vielleicht hat sich dadurch irgendwas geändert hier. Kamen wir von hier? Ich glaube ja. Was ist, wenn wir in die Richtung gehen? Weil ich glaube, da wo... Nee, hier kamen wir auch. Aber es muss hier irgendwo da sein, die eine Motte. Kann ich die mitnehmen? Irgendwie mit Lumos? Lumos! Ja. Ein schnell durch. Ich kann die mitnehmen tatsächlich. Krass, das muss ich nicht. Okay, dann probieren wir das mal. Krass, das wusste ich jetzt nicht. Da kommt noch einer, okay. Wenn ich den jetzt rausnehme, passiert denn da was? Der ist... Lumos! Ah, der verschwindet... Nein! Aber wir haben ihn platziert. Was auch immer das bringen soll. Wenn ich den da raushole, was ist das? Wir haben jetzt auch eine verloren, ne? Aber ich guck gleich mal. Okay. Jetzt haben wir einen verloren, Leute. Da ist der ja. Gut, dass der wieder zurückgespawnt ist. Einen brauchen wir noch. Jetzt habe ich den hier unten platziert, aber ich glaube, das war nicht richtig. Oh nein, kriegen wir den... Oh nein, wir kriegen den nicht mehr gedreht. Wir müssen einen hier mitnehmen. Und dann... Ich weiß gar nicht, warum man den da platzieren soll übrigens. Also verstehe ich nicht. Einmal kurz gucken. Lumos. Jetzt platzieren wir den einmal hier. Und dann sollte das alles reichen. Lumos. Ich weiß eh nicht, was das für einen Sinn hatte jetzt, ne? Dass man das da an diesem komischen Ding, was aus dem Boden kommt, die Motte platzieren. Ganz komisch. Aber wir versuchen es jetzt erstmal. Du hast es geschafft. Avada Kedavra auf jeden Fall. Und Krusche. Und Defindo, natürlich. Ich hatte gehofft, wir müssten das nicht nochmal. Aber Kedavra! Imperium! Leute, ich würde sonst sagen, wir machen dann auch hier Feierabend und in der nächsten Folge werden wir diesen Mondstein finden. Sieh mal, dort wo das Wasser brodelt. Oder? Oder wir uns das näher an? Sammeln wir uns das, ganz sammeln wir das jetzt mal, den Mondstein. Wir holen uns den einmal. Okay, das werden wir aber auf jeden Fall in der nächsten Folge machen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen und über ein Abo. Und ja, in der nächsten Folge schauen wir mal, dass wir den Mondstein finden. Ich speichere sicherheitshalber nochmal ab. Und dann würde ich sagen, Leute, danke fürs Zuschauen. Gerne mich unterstützen in jeglicher Form.
und bis zum nächsten Mal. Ciao.